Es gibt neue und recht gute Informationen zum Anti-Cheat-System, das wir in Warzone 2 und MW2 bekommen. Ricochet ist die ganze Sache natürlich hier auch wieder. Ich finde auch, dass das Anti-Cheat-System wirklich einen guten Job macht, wenn man sich anschaut, wie das früher war am Ende von Verdansk und wie wenige Hacker man jetzt eigentlich hat in den ganzen Runden. Also wenn ich bei Streamern so zuschaue auf Caldera, dann ist da eigentlich überhaupt nichts los mit Hackern. Und wenn ich MW spiele oder während ich die MW2-Beta gespielt habe, hatte ich auch überhaupt keine Probleme mit Hackern. Also die machen einen ganz guten Job. Und dieser Job wird jetzt noch weiter verbessert. Das schauen wir uns gleich an. Ganz am Anfang will ich die Frage mit der Handynummer beantworten. Da habe ich auch ein paar Kommentare bekommen. Und es ist so, dass man eine Handynummer hinterlegen muss, aber nur wenn man am PC spielt. Also wenn man das Game über Steam spielt oder über Battle.net spielt. Und ich musste das auch machen für die MW2-Beta und man kriegt dann einfach per SMS den Code, gibt den wieder ein bei Activision und dann kann man zocken. Und die zweite Frage war, ob das auch mit einer Prepaid-Karte funktioniert oder ob man unbedingt einen Vertrag braucht. Bei mir hat es auch mit einer Prepaid-Karte funktioniert. Also ich glaube, da muss ich keine Sorgen machen. In Deutschland sind ja auch diese Prepaid-Karten mit einem Namen verknüpft und mit einer Adresse verknüpft und ich denke, deswegen ist das kein Problem. In anderen Ländern, glaube ich, war es ein Problem bei Overwatch 2. Deswegen haben sich da ein paar Leute Sorgen gemacht, aber auch da wurde es jetzt geändert. Und ich glaube, die ganzen Probleme, die da vielleicht bestanden haben, die sind jetzt auf jeden Fall ausgebügelt für den Release von MW2. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen und ich glaube, die meisten von euch spielen eh auf Konsole. Da muss man eh nichts hinterlegen. Wie ich meinte, hat Activision dann so ein bisschen über das Anti-Cheat-System gesprochen und da meinten sie erstmal, während der Beta war ein limitiertes Level des Ricochet-Anti-Cheat-Systems aktiviert, der volle Umfang der Sicherheitsinfrastruktur, verschiedene Erkennungssysteme und Schadensbegrenzungen im Spiel werden erst mit dem offiziellen Start von Modern Warfare 2 am 28. Oktober online gehen. Also, der Anti-Cheat war anscheinend noch nicht zu 100% fertig, während der Beta war er nicht komplett aktiv. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall Hacker gab, ich habe so ein paar Videos dazu gesehen, aber ich hatte persönlich jetzt keine Probleme und bin eigentlich keinem Hacker über den Weg gelaufen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was da eure Erfahrungen waren. Anscheinend bekommen wir dann mit Warzone 2 und MW2 eine neue Version des Anti-Cheat-Systems und Activision schreibt dazu, Ricochet Anti-Cheat wird auf einer neuen einheitlichen Sicherheitsplattform betrieben. Dieses neue System bietet mehr Schutz, wie zum Beispiel bessere Erkennungsfähigkeiten, zusätzlicher Zugang, um neue Schadensbegrenzungen zu entwickeln und zu veröffentlichen und verbesserte Möglichkeiten, um öfter Updates zu veröffentlichen als bisher. Was sich eigentlich ganz cool anhört, ich bin mir leider nicht sicher, was diese einheitliche Sicherheitsplattform bedeutet. Aber was sich gut liest, ist natürlich, dass es jetzt anscheinend einfacher ist, für die Entwickler Updates rauszuhauen, was bedeuten könnte, dass wirklich das Anti-Cheat-System immer wieder geupdatet wird, unabhängig von Updates, die so rauskommen fürs Spiel, was es dann natürlich nochmal schwerer macht für Hacker bzw. für Cheater zu cheaten. Das sind ja keine echten Hacker, das sind ja einfach Cheater. Activision schreibt dann auch ein bisschen was über die Schadensbegrenzungen und das sind Techniken, die dafür sorgen, dass Cheater weiter spielen können, ohne dass Leute davon genervt sind. Auch wenn sie während der Beta nicht aktiviert waren, werden alle Schadensbegrenzungen bei Veröffentlichung von Modern Warfare 2 und Warzone 2 aktiviert sein. Dies beinhaltet Unsichtbarkeit, Entwaffnung, Schadensschild und mehr. Also was das bedeutet ist, dass Leute, die auf jeden Fall als Cheater erkannt wurden, weiter spielen können, aber zum Beispiel die Gegner nicht mehr sehen können, die Unsichtbarkeit ist dann aktiviert oder dass sie keinen Schaden mehr machen können, dann ist das Schadensschild aktiv oder dass sie zum Beispiel plötzlich keine Waffen mehr haben. Und das wird gemacht von Activision, damit sie weiter Daten sammeln können. Also der Cheater, der ist dann lahmgelegt, kann man sagen. Trotzdem läuft sein Cheat natürlich noch. Und Activision kann den Cheat weiter analysieren. Und in der Zukunft wird der Cheat dann einfacher erkannt und schneller erkannt, weil eben noch mehr Daten gesammelt worden sind. Also eine ganz coole Methode auf jeden Fall. Sehr cool ist dann, dass das Anti-Cheat-Team mit den ganzen Studios zusammengearbeitet hat, also mit Raven Software, Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games und Demonware. Demonware sind die Leute, die das Matchmaking machen und die Server stellen. Und diese Zusammenarbeit hat anscheinend dafür gesorgt, dass mehr von dem, was passiert im Spiel, vom Server berechnet wird. Und wenn mehr vom Server berechnet wird, bedeutet das, dass Cheater weniger Freiheiten haben, beziehungsweise dass die Cheat-Programme weniger Freiheiten haben. Ganz dumm gesagt, wenn natürlich das Game berechnet, wo man sich gerade befindet, kann der Cheat einfach zum Server sagen, ey, ich bin jetzt von hier nach hier gelaufen, stell mich bitte hier hin. Und dann sagt der Server, okay, ich stell dich hier hin. Wenn das aber auf dem Server läuft, dann sagt das Spiel dem Server nur, ey, ich laufe jetzt da gerade hin. Und dann sagt der Server dem Spiel, okay, du bist da hingelaufen, jetzt bist du da. Was natürlich dafür sorgt, dass zum Beispiel Speedhacks nicht mehr einfach funktionieren. Oder auf jeden Fall schwerer funktionieren. Ich weiß leider nicht, was bei den aktuellen CODs vom Server berechnet wird und was von den Spielen berechnet wird.
Aber was man sagen kann, ist natürlich, je mehr vom Server berechnet wird, desto besser. Also auf jeden Fall gut, dass da alle zusammenarbeiten. Tatsächlich ist es dann so, dass nicht nur das Anti-Cheat-System an sich ein Update bekommt für MW2 und Warzone 2, auch der PC-Kernel-Level-Treiber bekommt ein Update. Und da schreibt Activision, das Ricochet-Team entwickelt Updates für den PC-Kernel-Level-Treiber für die Veröffentlichung von Modern Warfare 2. Diese Updates werden dazu beitragen, die schon beschriebenen Prozesse zu vereinfachen und werden bessere Schutzsysteme gegen Betrüger bereitstellen. Außerdem wird der Treiber mehr Informationen für unser Sicherheitsteam bereitstellen, wenn ein Cheater in ein Game geht, und wird Daten an unser Erkennungs- und Schadbegrenzungssystem liefern. Also hört sich auch nur gut an, wie ich finde. Die ganzen Cheats, die ganzen Cheater werden besser analysiert und es gibt mehr Daten für das Anti-Cheat-Team, das dann bessere Updates raushauen kann und hoffentlich auch schnellere Updates raushauen kann, damit die ganzen Cheater gebannt werden. Activision hat dann auch ein paar Zahlen veröffentlicht zur Beta und um die Beta und anscheinend wurden ganze 60.000 Accounts gebannt, noch bevor die Beta online gegangen ist, und anscheinend wurden während der Beta 20.000 Accounts gebannt. Und was ziemlich cool ist, 72% der Cheater wurden vor einem einzigen Match gebannt. Also bevor die noch eine Runde spielen konnten während der Beta, wurde der Account schon weggebannt. Der Cheat wurde sofort erkannt. Und bei den Leuten, die im Spiel cheaten konnten, die spielen konnten, wurden die Accounts anscheinend nach knapp 5 Runden gebannt. Was eine ganz coole Quote ist. Also wirklich schön zu sehen, dass dieses Anti-Cheat-System gut was macht. Während der Beta haben dann außerdem ein paar Leute gemeint, dass ihr Game während einer Runde gecrashed ist. Wir hatten ja doch einige Game-Crashes während der Beta am PC. Und dass sie aber durch diesen Crash gebannt worden sind. Und dazu hat sich Activision geäußert und die meinen ganz klar, dass das kein Bug war und dass man nicht durch den Crash gebannt wurde, sondern dass man gebannt wurde und das halt erst festgestellt hat, nachdem man das Game dann neu gestartet hat. Activision schreibt dazu, es gab eine kleine Anzahl an Spielern, die berichtet haben, durch einen Game Crash gebannt worden zu sein. Wir haben dies gründlich untersucht und haben festgestellt, dass Crashes keine ungerechtfertigten Bans ausgelöst haben. Das Game selbst kann keinen Bann verursachen. Also ja, da wurden anscheinend wirklich Cheater gebannt und nicht Leute einfach random gebannt, weil das Game gecrashed ist. Ich habe dann außerdem einen ganz coolen Tweet gelesen von Maverick, der darüber spricht, was in der Cheat-Welt gerade so abgeht, und der hat darüber gesprochen, dass Activision Blizzard ein spezielles Tool aktiviert haben für Overwatch 2, was dafür sorgt, dass es schwerer ist, Cheats zu entwickeln, weil der Datenzugriff, der Spielzugriff erschwert wird. Bifron Hyperion heißt dieses Tool, das nicht von Activision entwickelt wurde, sondern von einer anderen Firma und auch in Apex und Fortnite aktiv ist. Und dieses Tool könnte vielleicht auch zu Call of Duty kommen. Das ist einfach nur so eine Idee, die im Raum steht, aber das wäre schon ziemlich cool. Und ich denke, es schadet auf jeden Fall nichts, irgendwie ein Tool zu aktivieren, das nicht nur von Call of Duty lernt, sondern auch von anderen Games lernt oder mit anderen Games lernt. Mal gucken, ob da noch irgendwas angekündigt wird in den nächsten Monaten. Jetzt bei Release ist es nicht mit dabei, aber ich glaube, das wäre eine coole Sache. Und Leute, schreibt mir in die Kommentare, was eure aktuelle Erfahrung ist mit Cheatern. Ich habe wirklich überhaupt keine Probleme. Wenn ich bei Streamern schaue, dann haben die auch praktisch keine Probleme mehr. Also ich habe das Gefühl, das Anti-Cheat-System aktuell in Call of Duty macht eigentlich einen guten Job. Oder liege ich da falsch? Lasst uns da in den Kommentaren diskutieren. Lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.